Darf ich das sagen? In einem Pub würde ich gerne ein kaltes Bier bestellen, glaube ich. I would like to have a cold beer. I would like to order a Radler. I would like to order a ginger ale. Mein Lieblingsstadion ist sicher die Emirates. Schon ein paar Mal drin gespielt, ist ein cooles Stadion. Mein Lieblingsstadion ist das Wembley. Wembley. Meiner Meinung nach verdient Lara Dickmann eine Wachsfigur. Es gibt viele, aber gerade Lara Dickmann, Schweizerin, würde ich sagen, hat schon viel erreicht. Boah. Ada Hegerberg. Ich finde sie eine mega gute Fußballerin. Beeindruckend, dass sie jetzt nach der Verletzung immer so krass ist wie vorher. Martha. Weil sie für mich einfach so richtig so eine leidenschaftliche Fußballerin ist und einfach mit ihrem Alter immer noch richtig einschlägt und auch schon einfach die ganze Zeit Fußball zeigt, Fußball lebt. Und das finde ich einfach cool. Die Frage, die ich der Queen stellen würde, wäre, was sie so den ganzen Tag macht und ob sie auch wirklich Spass daran hat, das so jahrelang gemacht zu haben. Was sie den ganzen Tag eigentlich so macht? Viel Tee trinken, ein bisschen winken. Was sie von der Meghan wirklich denkt. So. Ich würde mit ihr über das Thema reden. Wieso das nicht funktioniert. Sie fragen, ob sie DM auch wird verfolgt. Chelsea. Okay, würde ich sagen Arsenal. Logisch Frauen. Ganz klar. Muss ich fast Arsenal sagen. Das britische Wetter ist eine Katastrophe. Fällt mir gar nicht. Nicht so gut. Nicht so mies. Ich muss sagen, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Die Schutte eigentlich im Regen finde ich cool. Der Regen geht noch, finde der Wind ist das Schlimmste. Ich habe definitiv viel lieber, wenn es warm ist. Das ist auch einer der Gründe, weil ich von Chelsea weg bin, wo ich mich darüber gefreut habe. Wenn wir zu England Europameisterin werden, dann gibt es eine fette Party. Was darf bei dieser Party nicht fehlen? Alkohol. Gute Musik. Musik. Dann gibt es erstmal eine fette Party. Viel, viel Karten Bier, ja. Wenn wir zu England Europameisterinnen werden, dann hoffe ich auf ein riesengroßes Fest über mehrere Tage in der Schweiz, weil es wäre historisch.